Mit 21 Titeln ist der Handballclub Leipzig deutscher Rekordmeister. 7-mal gewann er den Pokal und 4-mal den Europacup. Auch in dieser Saison will der Verein natürlich wieder um Titel spielen. Dafür fuhr das Team ins Trainingslager auf Bornholm. Den morgendlichen Schreihals können auch schlaffreudige Frauen kaum überhören, aber sie mühen sich. Früh um 7:45. Der reguläre Wachmacher ruft so spät es geht, natürlich. Die Hochdisziplinierte müht sich als Erste ins Bad und gönnt ihrer Mitschläferin noch ein paar Minuten mehr. Pünktlich auf die Minute schaffen sie es zum Frühstück um 8. Wer zu spät kommt, den bestraft die Mannschaftskasse. Ganz wichtig, Kaffee am Morgen. Beim Frühstück herrscht eine außergewöhnliche Ruhe. Viel wacher sind die ganz Jungen. Facebook lockt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Daueranspannung für den Physiotherapeuten. Trainingslager bedeutet Stress von früh bis spät. Und auch der Trainer ist schon angespannt. Die Spielerinnen entspannen noch. 9:30 ist erst Trainingsstart. Das halbe Team für diese Saison ist neu. 5 Spielerinnen gingen, 5 kamen. Auch Trainer Stefan Madsen, der wie seine Vorgänger ist, ein Däne mit der Vorliebe für schnellen Handball. Am wichtig finde ich unsere Abwehr immer. Immer harte Arbeiten, Beinarbeit, immer im Initiativ. Und dann können wir diese, hoffe ich, ganz schnelle Kontraphase aufspielen. Der HCL hat sich schön verstärkt. Maura Fisser soll gestalten. Mit ihrer Schnelligkeit, Athletik und Improvisation soll die 26-jährige Niederländerin den Angriffsdruck erhöhen, das Spiel beflügeln und die Gegner überraschen. Stefan Madsen ist schon der 4. Trainer aus Dänemark. Damit setzt der 34-Jährige eine Tradition fort, die bisher Erfolge garantiert. Der HCL hat sich auch jung verstärkt mit Talenten wie Alexandra Matsuko, Anne Hubinger und Marlene Windisch. Im Trainingslager schult man nicht nur Körper und Spiel, auch das menschliche Miteinander. Man lernt sich kennen. Es ist wichtig für uns, dass wir einen anderen kennenlernen. Und es ist eine super Möglichkeit. Wir sind 24 Stunden zusammen hier und nicht nur am Feld, auch sozial und machen verschiedene Dinge zusammen, Mannschaftsgespräche und Spaß am Strand und so verschiedene Dinge. Ich denke, es ist sehr wichtig. Der Sommer im Trainingslager war nicht in Form. Strandwetter herrschte kaum. Doch spielfreudige Frauen finden meistens etwas, womit sie sich freudvoll beschäftigen können. Gewinnen macht immer Spaß.
wenn die Sonne nicht einlud zum Bade. Wenn man schon mal am Meer ist, muss man auch rein ins kalte Wasser. Bis morgen! Tschüss! Die Mittagspause ist das Schönste am Trainingslager und wird meistens genussvoll genutzt. Träumen um diese Zeit kann der Therapeut nicht. Schon gar nicht, wenn eine Nase gebrochen ist, wie bei Saskia Lang. Nase rümpfen ist auch nicht mehr gemacht. Stefan Matzen scheint bestens geeignet als Frauentrainer. Die Sympathie der Damen hat er sich schnell erspielt. In zwei Spielen prüfte sich der neue HCL gegen Vibor KK, den dreimaligen Champions-League-Sieger. Maurer Fisser deutete dabei an, wie sehr sie die Mannschaft inspirieren kann. Mit ihrem Vorwärtsdrang, ihrer Wucht im Angriff und ihrer Stärke beim Verteidigen. Wenn die Verletzten Saskia Lang und Carolina Kutlatsch wieder gesund sind, kann der HCL als Mannschaft noch variabler spielen und damit um jeden Titel, national und international. Hey, komm du! Und für solche Erfolge wechselte Maurer Fisser extra nach Leipzig. Ich hatte Lust, etwas Neues zu probieren und dann bin ich im Januar nach Leipzig gekommen und ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Und dann hatte ich gedacht, warum nicht? Und ich finde Leipzig die größte und beste Club in Deutschland. So, ja. Jeden Tag heiß ersehnt die Spielerei nach dem Spiel. Uno, kein Abend ohne ihn, den mannschaftlichen Lieblingsspaß. Selbst die verletzte Carolina Kutlatsch zu Hause nimmt daran teil. Ja. Aber du fehlst Licht aus. Trainingslager ist irgendwie wie Klassenfahrt. Jeder macht seins und doch alle zusammen und fühlen sich verbunden. Im Frühstücksraum, immer noch im Dienst, Christian, der Physiotherapeut. Gute Nacht, Saskia. Gute Nacht, Uli. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.